Obwohl das Jahr dieses Ereignisses bis heute nicht endgültig geklärt ist, wird die Einschulung seit 2004 alljährlich mit einem kleinen Fest gefeiert. 2017 gibt es nun hohen Besuch beim Fest Luthers Einschulung in Mansfeld. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Hasselhoff traf rechtzeitig ein, um nach der Begrüßung durch Mansfelds Bürgermeister Gustav Vogt als erster Besucher überhaupt die neue Ausstellung in der Grafenloge der St. Georgskirche in Augenschein zu nehmen. Pfarrer Dr. Matthias Paul präsentierte mit sichtlichem Stolz das neue Kleinod. Seit Wochen hatten er und die Kirchengemeinde gebankt, ob die Restaurierungs- und Gestaltungsarbeiten in der Stadtkirche rechtzeitig beendet sein würden. Durchatmen am Tage zuvor. Die Handwerker erledigten die letzten Handgriffe. Ministerpräsident Hasselhoff zeigte sich hinterher beeindruckt. Und sie bewachte in guter Absicht diese Brücken und ein wenig Wegzoll nahm sie auch. Dann Überraschung im Gottesdienst. Die evangelische Grundschule Hettstedt verblüffte mit einer überaus spritzig und modern inszenierten Geschichte über Martin Luther. Wobei nicht nur die kleine Luisa als Martin überzeugte. Eine tolle und unerwartete Abwechslung im Gottesdienst. Sie wird wohl nicht so schnell vergessen, dass sogar der Ministerpräsident mit ihr in der Kirche Rock'n'Roll tanzte. Seit einigen Jahren bietet das Fest Kindern eine besondere Art, sich zu beteiligen. In einem künstlerischen Workshop mit Julian Plodek wurden die Kinder ermutigt, sich Gedanken über die Gestaltung einer Kirche zu machen. Dr. Hasselhoff nutzte die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Leipziger Künstler, der schon die neuen Fenster in der Grafenloge gestaltet hatte. Anschließend war Zeit für den Ministerpräsidenten und alle anderen Besucher, sich ganz entspannt auf dem Markt umzusehen. 2017 war es den Organisatoren gelungen, die Zahl der Händler und Stände deutlich zu erhöhen. Altes Handwerk bot dabei eine besonders gute Gelegenheit, beim Zuschauen in die Geschichte einzutauchen. Erstmals dabei war unter anderem eine Seilerei aus Bad Düben. Interessant zu beobachten, wie früher mit wenigen mechanischen Hilfsmitteln ein Seil entstand. Natürlich waren auch die historischen Handwerker aus Mansfeld selbst vor Ort. Schmied Andreas Krämer erzählt, was ihn an seinem Hobby so fasziniert. Den ganzen Tag über boten Künstler und Bands aus der Region ein unterhaltsames Bühnenprogramm. Schon früh begeisterte Wurrystone die Besucher mit Irish Folk. Am Nachmittag zeigte beispielsweise die Grundschule Mansfeld ihr Können. Abwechslung war also garantiert. In einem kleinen Umzug, angeführt vom Fanfarenzug Großonner, schritten dann die Darsteller der Spielgruppe Schlossgeister den Marktberg hinunter und geleiteten so die Besucher des Festes zum einstigen Elternhaus Martin Luthers. Hier boten die Laienschauspieler wie schon in den Jahren zuvor erneut eine Premiere. Ein Stück um das Leben und die Ereignisse der damaligen Zeit. Auf zu neuen Ufern, so der Titel des Schauspiels. In mehreren Szenen brachten sie das Leben der Luders in den Zusammenhang mit Geschehnissen auf der großen Bühne der Welt. Unterstützt von einigen Sponsoren konnten Mitglieder des Heimatvereins eine Säulenbuche eingraben und ordentlich wässern, auf dass dieser Baum noch lange an das Jahr 2017 erinnert. Und obwohl Luther ein Stück Geschichte ist, kann er noch heute zum Nachdenken über unser alltägliches Leben anregen. Denn an vielen Stellen hat der Reformator Grundlagen gelegt. Das findet auch Pfarrer Dr. Paul.